Und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Mapping LS22 Farming Tutorial oder wie auch immer oder mein Mapping Projekt. Ja, mein Name ist Stefan und ich heiße euch recht herzlich willkommen und es geht mal wieder seit langem weiter mit meiner Wüstenkarte, wo ich immer noch einen Namen suche und ich immer noch auf euch warte, dass ihr mir in die Kommentare einen Namen für die Map eingibt. Natürlich bitte einen ordentlichen und keinen zu schrägen. Genau so. Also Thema der Karte ist natürlich die Wüste. Ich habe hier sehr viel Sand. Hier habe ich ein paar Felder platziert. Und ich habe mir auch überlegt gehabt, das soll es auch so weit gewesen sein mit den Feldern erstmal. Vielleicht kommen sie in einem weiteren Update nochmal neue Felder dazu, aber ich denke mal, so im Ganzen kann man das so machen, dass es so ist. Genau, dann haben wir hier hinten noch Möglichkeiten, ein paar Farmländer zu malen. Und somit hätte ich jetzt gesagt, ich mache dann hier in der Mitte der Karte den Steinbruch. Und dazu habe ich ja wieder mal das Thema. Mal gucken. So. Bei den XML. Nein. Da haben wir nur dann bisher drinnen auf der Karte. Okay, so, ich brauche hier bloß Steine und Sand. Das sind die zwei Sachen, die ich brauche. Und da würde ich doch mal sagen, also was schön mein Farming Player starten. Genau, und zwar auf das Thema Mapping. Und dann gehen wir mal schön in die Map rein. Und starten das dann quasi nackt. Hey, servus Enrico, servus, willkommen im Livestream. So. Alles gut. Dann gucken wir mal hier. Leerer Platz. Einfacher Farmer und die Wüstenkarte, genau. Alle abwählen. Ich brauche eigentlich bloß den hier. Mehr brauche ich erstmal nicht, glaube ich. Achso, ja. Universalbecher, das nimmt auch mit rein. Passt. Kann sein, dass hier in der Konsole noch Fehler ausgeschmissen werden, aber das muss man dann peu à peu wegarbeiten. So. Also, was habe ich jetzt vor? Und zwar mit dem Abspeichern schaue ich mir an, welche Nummern die quasi Steine bzw. Sand haben, damit ich das dann beim Malen berücksichtigen kann. So. Der Hof ist natürlich sehr leer hier noch, aber kommt noch. Fällt mir ein, wo sind die Gebäude eigentlich? Ich hatte doch hier die Standardgebäude. Egal. Da habe ich doch Gebäude gehabt, genau. Weiß es nicht. Okay, auf jeden Fall. Jetzt speichern wir das einmal. Viel speichern. Mit Q gehen wir raus. Jetzt müsste auch wieder weitergehen. Gab kurz ein Problem mit dem OBS, aber es ist nichts Schlimmes. Also, was habe ich ausgelesen nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, ob es dabei ist. Ich habe im Save Game ausgefunden, dass Stein Nummer 31 hat und Sand 32. Und dann gehe ich in die Karte rein und habe dann raus gefunden, wenn hier auf
Foliage Layer Painting gehe, dann Terrain Detail High, dann mache ich die dementsprechenden Bits rein, die ich brauche. Wenn ihr nicht wisst, welche Bits, einfach bei Farmland zum Beispiel reingehen und sagen, ich möchte Farmland 31, dann zeigt er dir an, welche Bits man da braucht. So, jetzt brauche ich aber die hier, das heißt, da fehlt noch die 4. Und dann kann ich rein theoretisch, muss ich überlegen, ich baue hier glaube ich die 8 für die Höhe. Ja, mal da rein. Und dann müsste ich hier, genau, das ist die 8 für die geringste Höhe. Bin natürlich sehr hoch, deswegen da natürlich hier. Oh, aber das ist hier so ein Steinvorkommen. Beziehungsweise. Oh ja. Wo bin ich jetzt bei 31? Genau, das ist ein Steinvorkommen hier. Wo man dann bewirtschaften kann. So, das ist natürlich alles hier sehr niedrig. So, jetzt kommt die nächste Stufe rein. Nochmal ein bisschen höher. Dann wieder ein Bit mehr. Mach nur den Rand hier, weil in der Mitte wird es dann ja eh höher. Noch sieht man nicht wirklich viel dran. So, und jetzt machen wir mal hier den mehr Power. So, und da sieht man schon ein bisschen die Erhöhungen. Das ist quasi alles, was dann. Und dann kommt das auch noch dazu. Und dann hat man doch hier doch schon mal einen großen Berg mit Steinen. Und dann kommt auch noch dazu. Ja. Oh, jetzt wird's auch größer, ne? So, das sieht natürlich nicht aus wie Stein. Aber und 13 ist das höchste der Gefühle. Genau. So. Dann mal speichern. Und jetzt gehen wir mal schön ins Ingame rein. Aber da fällt mir doch ein, ich wollte doch gucken. Nicht bei Safe Games, sondern in meinem Karte XML. Das habe ich da nicht schon was gehabt. Rasche Whiteform. Weg doch. Komisch. Warum sind die da nicht? Warum sind die da nicht drinnen? White Farm, Bulk Bunker, das ist alles eigentlich drinnen. Müsste eigentlich Unterschiede und alles eigentlich platzieren. Aber wenn ich reingehe im Ener und dann da auf Placeables, da bloß die zwei. Ach, jetzt weiß ich warum. Ja, klar. Ja, ich Idiot. Hab sie natürlich nicht als. Kann ich gleich machen und zwar euch zeigen.
Wenn man nämlich hier in die Mod-Desk reingeht. Mapping. Badabadabadab. Moddesk. So, und dann haben wir hier ja. Das einfach mal. D. Und dann gehen wir nochmal in den Ordner rein. Und zwar einmal den hier. C. Ist auch drinnen. Und dann machen wir noch C und dann haben wir die auch drinnen. Das heißt, wenn ich dann jetzt das Spiel starte, genau gespeichert ist es. Spiel startet. Na, ach so, sorry, Enrico, für deine Frage. Es wird nicht Australien. Wie gesagt, es ist eine Wüstenkarte und momentan ist mein Projektname Desert Map, aber ja, da bin ich gespannt, ob vielleicht noch mal eine kreative Idee dazu kommt, wo man dann andere Namen herfindet. So, hier die Wüstenkarte. Weiter. So, alle abwählen. Ich nehme dann Easy Development. Wenn ich jetzt auf Start drücke, müsst ihr rein theoretisch. Genau, hier die Farmen anzeigen, die ich noch brauche. Perfekt. Und brauche ich sonst noch was? Eigentlich nicht. Ja, das Game könnte nie schaden. Und Start. Und jetzt müsste ich ja auf dem Hof landen. Und dann mit den Gebäuden und dann gucken wir mal, ob wir ganz, ganz schnell laufen können und den Steinbruch dann sieht. So. Also, ich habe ja keine 3D. So, jetzt sind die Gebäude da. Es ist natürlich, wie gesagt, nicht Finale, ne? Es ist einfach nur, damit man sieht, wie die Gebäude hier aussehen. Genau. Dann habe ich doch hier Flugmodus an. Genau. Und Geschwindigkeit hoch. Wenn ich jetzt dann hier hoch gehe. So. Dann sieht man schon hier ein bisschen die Map über den Hof. Alles natürlich sehr verdorrt. Und dann müsste eigentlich darüber fliegt. Über die Karte, die Wüstenkarte. Da hinten müsste sein. Da müsste dann der Steinberg kommen. Oder der Steinbruch. Genau. Im Sand habe ich es mir anders überlegt. Ja, ist ein schöner Gebäudepaket. Ob der da ist. Ah nein, ich habe es vergessen. Doch nicht vergessen. Ich habe schon gedacht, ich habe vergessen speichern. So, ihr seht, jetzt gehen wir mal runter, noch eine Riesenmenge und dann hier, aber ich muss es noch ein bisschen breiter machen, ne? Damit es viel viel weiter hier rauskommt. Dann haben wir doch viel viel schöne Steine, die man erstmal runternehmen muss und das würde ich gerne platzieren. Dann Spiel verlassen, ja. Na gut, dann gehen wir wieder hier rein. Und dann sehen wir, okay, das passt. Da kann man das doch ein bisschen größer hier machen. Ne? Schadet nicht. Dann nimmt man hier wieder einen paar Bytes raus und dann sieht es wieder anders aus hier. Ne? Kleiner machen und dann machen wir doch wieder den rein.
Also hier raus dann. Ein bisschen hier angenehmer aus. Oh, dann machen wir hier mal was raus. Runter. Und dann geht's hier wieder runter. Und den hier rein, den hier raus und da und da. So sieht man, so kann man das dann quasi Stück für Stück hier runter machen. Und dann machen wir den hier rein, den hier raus, den hier rein und dann schon wieder flacher unterwegs. Dann nehmen wir die zwei raus, wieder flacher unterwegs. Genau, und dann den hier raus rein und dann wird es noch flacher. Hier raus. Genau, und dann am Schluss haben wir nur wieder den hier rein. Ich denke mal so kann man das erstmal lassen. Hier. Steuerung S. Na, der Stein ist nicht aus Australien. Keine Ahnung, wo der herkommt. Auf jeden Fall sind da Vorkommen da. Da machen wir jetzt mal einen hier. Und machen wir hier nochmal einen anderen kleines Stein Ding. Dann kann man hier. Okay. Hier mal auch ein bisschen eine flach hin. Ungefähr, wo es überall Steine gibt. Und dann machen wir ein bisschen größeren Sprung. Na? Ah, wieder. Die Textur kann man hier vergessen, das muss man dann in-game angucken. Und dann machen wir mal den hier so dazu und raus. Und da kann man dann doch einiges aufladen, ne, an Steinen. Das sollte keinem es fehlen an Steinen. Und jetzt haben wir hier noch Ober. Und nochmal das noch kleiner hier. Mal doch wieder einen guten Haufen Steine so gespeichert. Was wir natürlich jetzt brauchen, wenn es gespeichert ist, und zwar, ich habe ja hier Sand ist die 32. Das heißt, 32 bedeutet in dem Fall, kann man wieder gucken, wenn man auf die 32 geht, man ist hier bei der 5. Das heißt, ich muss hier auch wieder eigentlich alles rausnehmen, bis auf die 5. Und die 8 für die Höhe. Ab 8 geht es mit der Höhe los.
So, das heißt, ich habe jetzt hier Sand und der muss erstmal an den Hof ran. Jetzt weiß ich gar nicht mal, wo ist der Hof? Da, hinter dem Steinen, da ist der Hof. So. Für den Livestream soll das auch geben. Livestream geht natürlich weiter, so meine ich das doch. Und Livestream geht weiter. Aber für die Folge soll es gewesen sein. Also, dann die, die im Livestream sind, bleiben dran. Und die aus der Folge, die sehen dann eine nächste Folge in den nächsten Tagen. Bis dann, euer Stefan. Ciao, ciao.